Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Satisfactory mit Maurice. Hallöle. Moin, ja, ich bin aus dem Urlaub auch wieder zurück und ja, fit und gesund, möchte man meinen. Ja, in der einen Woche, wo wir jetzt nicht aufgenommen haben, hat sich einiges getan. Ich sehe übrigens gerade eine Elektroschnecke da links. Hier sind genug. Ja, ja, hat Marc einiges gemacht und getan. Da werden wir jetzt gerade mal hinfliegen zu dem neuen Bereich von unserer neuen Area, die wir ja damals hier gebaut haben. Da ist schon viele, viele Stunden vergangen. Genau, da sind wir jetzt gerade auf dem Weg dahin und weil Marc mich da auch einiges Neues zeigen will. Jetzt gibt es mal richtig Gas hier. Na, hier siehst du halt schon einiges, wenn du hier runterkommst. Ja, Junge. Wo fangen wir an? Im Endeffekt habe ich halt eigentlich alles nur begradigt und alles ein bisschen auseinandergezogen. Grundsätzlich sind die Produktionen alle noch identisch geblieben. Also die Massen, die wir vorher produziert haben, produzieren wir jetzt auch noch, außer wir produzieren ein bisschen mehr eingepacktes Öl, weil da noch ein bisschen Platz war, dann sah das schöner aus. Ja. Sonst haben wir jetzt halt hinten, dann lass uns erstmal zu unserem Kraftstofflagersystem gehen hier hin. Das habe ich halt ein bisschen umgebaut und strukturiert. Wollen wir nochmal hier hin zu unserem Lagersystem laufen. Wo ist der Maurice hin? Ich komme mit auf den Weg dahin. Genau, da wo Maurice gerade steht, da lasse ich noch die letzte Polymerkohle, diese Ersatzkohle auslaufen. Koks, ja. Genau, diesen Koksersatz. Weil die Schwerölproduktion habe ich auch komplett umgebaut. Dazu aber gleich mehr. Genau, hier habe ich halt unser Lagersystem hingebaut. Hier stehen einmal... Alter, sieht das heftig aus. Hier stehen zwei einzeln laufende Kraftstoffsysteme. Einmal hier vorne immer die Doppelreihe, wo die Dinger reingehen, ist ein so ein Bereich. Die werden immer mit sechs Tanks versorgt. Die sind auch fast alle voll. Da fehlt nicht mehr viel. Das heißt, wir haben da auch immer ein bisschen Puffer. Aktuell sind die noch aus, die werden wir aber gleich anschalten und dann werden wir das System nämlich tauschen. Genau, die sind aktuell noch alle aus, weil ich die ganzen Container vorlaufen lassen wollte. Genau, das habe ich halt da hinten im Endeffekt alles rausgezogen. Habe die dann alle verbunden, das System angeschlossen. Ja, müssten die rein praktisch gleich einfach nur noch starten. Genau, hier vorne einmal das gleiche Spektakel. Hier ist genau das gleiche passiert. Das bringt uns, glaube ich, 2,5 Megawatt. Glaube ich. Vielleicht. Nein. Auf jeden Fall genug. Wir produzieren jetzt 1,9 oder so. Weiß nicht. Müssen wir mal meinem gucken. Genau. Okay, lass uns mal ganz kurz gucken. Also die produzieren auf jeden Fall mehr Strom, als was wir jetzt verbrauchen, weil jetzt ist relativ hart am Anschlag. Genau, die produzieren 2,5 Megawatt. Die aktuell produzieren wir 1,9. Das heißt, die produzieren ein bisschen mehr. Da habe ich ein bisschen mehr Puffer reingebaut. Ich überlege noch, aber wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter noch mehr Produktion anschließen, dass wir dann vielleicht noch ein drittes System daneben klatschen, weil Platz hätten wir ja. Genau, das haben wir ja wirklich. Genau. Mal gucken, was von mir eigentlich hier überhaupt noch steht. Dieser Container steht von mir, von mir auch noch vom letzten Mal. Ja, der steht auch noch, da habe ich nichts dran geändert. Ja, die Rohrleitung hast du schöner gebaut. Genau, ich habe die Rohrleitung halt alles schöner gelegt, weil dann brauchst du auch nicht so viele Pumpen. Grundsätzlich eigentlich gar nichts. Weil die halt so eigentlich schon relativ gut ohne Pumpen funktionieren. Genau, dann haben wir hier vorne einmal das System hier vorne. Die drei produzieren Kraftstoff, also Treibstoff für unsere Brennstoffgeneratoren. Die produzieren auch genauso viel, wie verbraucht wird in diesem Achtersystem. Die drei produzieren für die 8 oder 9 oder 10 Brennstoffgeneratoren, die wir da in einem diesem Netz haben, halt genauso viel Kraftstoff, wie sie verbrauchen, plus die 8 Container, die als Puffer da sind, wenn wir nochmal umbauen, umstrukturieren oder sonstiges. Ja. Genau, den Schwerölrückständen... Das Koksding hast du ja umgebaut, das fehlt ja jetzt hier. Genau, das Koksding habe ich komplett rausgenommen, denn wir können nämlich aus Petrokoks können wir nämlich Treibstoff machen. Das heißt, ich habe einfach aus den Schwerölrückstand machen wir kein Petrokoks mehr, sondern einfach Treibstoff. Was ich halt mit in den Brennstoffgeneratoren
reinsetze und habe dahinter noch eine Produktion geschaltet, die uns rein praktisch, wie heißt das noch, abgefüllten Treibstoff produziert für die, für uns zum Fliegen und so weiter und so fort. Und ja, für die Autos und so weiter. Ja, das klingt jetzt schon gut, aber es kommen keine leeren Kanister. Genau, das ist mir jetzt gerade auch aufgefallen. Ich muss gerade so gucken, ob die hier irgendwo stoppen oder so. Aber ah ne, die kommen gerade erst. Das heißt, aktuell ist es relativ viel unterwegs. Ich habe ja dadurch, dass ich jetzt hier... Vorher hattest du 4 von den Produktionen, wo das Öl eingepackt wird. Jetzt laufen hier schon 5. Also hier läuft schon ein bisschen mehr. Ja, stimmt, 5, ja. Weil ich, das passt hier eigentlich noch ganz gut hin. Habe ich noch kommen, dann baust du noch einen 5. hin. Im Endeffekt. Habe ich da also noch einen 5. hingebaut. Genau, das habe ich halt im Endeffekt gemacht. Jetzt müssen wir rein praktisch noch, wie ihr seht, die Kanister anpassen. Jetzt müssten wir gucken, wo die stehen und stoppen. Ja, jetzt kommt ein kleiner Schwung, aber das reicht ja vorne und hinten nicht. Nee, das reicht doch vorne und hinten nicht. Da müssten wir halt mal gucken im Endeffekt, wo die dann stoppen. Oder wo, oder ob wir vielleicht noch eine Produktion machen, die uns halt im Endeffekt diese Kanister produziert, weil ich glaube, die haben wir nicht mehr. Frag mich nicht, ob die weggekommen ist, als dem ich einfach aufgeräumt habe. Oder wie also das wir hatten ja zumindest immer einen Kreislauf gehabt. Ich muss genau, ich glaube, der Kreislauf, den gibt es auch hier vorne irgendwo noch. Könnten wir mal einmal eben gucken. Aber ich glaube, die läuft auch aus Maximum. Genau, hier vorne ist der Kreislauf. Der kommt hierher. Genau, der Kreislauf ist halt einfach das Auspacken der Schwerölrückstände. Ja. Dadurch, dass ich jetzt aber durch dieses stundenlange Spielen alle schweren Rückstände ausgepackt hat, kommen halt aktuell kaum Kanister nach. Naja, weil wir keine schweren Rückstände mehr hier haben. Genau, weil das halt im Endeffekt alles ausgepackt wird, beziehungsweise halt von hinten vielleicht nicht genug verarbeitet wird. Ja, da müssten wir mal vielleicht mal nehmen. Genau, da müssten wir halt dann mal gucken, inwieweit denn im Endeffekt die Produktion ist. Genau. Krass. Ja, das ist ja nicht mal wirklich so viel von dem, was ich mal hier irgendwie gebaut habe, ist ja nicht mal so viel über. Genau, ich hab halt im Endeffekt alles ein bisschen schöner gebaut, würde ich mal so sagen. Alles ein bisschen neu umstrukturiert. Habe auch manche Sachen auch 3 oder 4 Mal neu gebaut, weil sie nicht schön aussahen. Aber wir haben ja Strom, aber manche Sachen, irgendwie hast du Stromkabel gekappt, glaube ich. Wo stehst du? Oder haben wir einfach gerade keinen Strom? Wir haben gerade keinen Strom, hier ist alles ausgefallen. Genau, deswegen das aktuell das Problem, was ich jetzt habe, seitdem ich gerade den Spielstand wieder gestartet habe. Das hatte ich, als ich letztes Mal beendet habe, nicht gehabt. das heißt, ich würde jetzt eigentlich am liebsten gucken, ob ich das Brennstoffsystem ans Rennen kriege. Das müsste ich nämlich dann einmal jetzt eben anschließen. Das könnte ich ja mal eben machen. Wo bist du denn jetzt gerade? Hinten fliege ich gerade zu den Brennstoffgeneratoren. Ja, okay. Weil wenn wir da jetzt eh schon dabei sind. Ich habe keine... Du hast nicht zufällig Draht dabei. Wo bist du denn jetzt gerade? Hier. Unten, ich komme zu dir, ich sehe dich. Halt. Du hast nicht zufällig Draht dabei. Ja, normalen Draht, ja. Also. Ja, reicht schon. Ich habe natürlich wieder nichts mit. Klar, was auch sonst, ne? Ja. Und dann würde ich nämlich jetzt das Treibstoffsystem ans Laufen kriegen. Geht schon wieder los. Was? Geht schon wieder los. Was? Und das fängt hier an, wieder eine Welle zu bohren. Was, eine Welle? Bringen wir uns mal auf den Stand. Ja, irgendwie bohrt hier die ganze Zeit mit dem Bohrer eine Winde rum hier. Das haben wir beim vorletzten Mal doch auch hatten schon. Sonntags. Oder hier so ein Bekloppter, ich weiß nicht, wer von unseren Nachbarn ist, hier da sonntags mit einer Bohrmaschine in eine Winde reinbohrt. Die mögen dich. Ja, tolle Wurst, Alter. Kannst eigentlich jetzt die ganzen einzelnen Generatoren anmachen? Die gehen automatisch. Ne, die gehen nicht automatisch an, weil die alle ausgeschaltet sind. Dann mach du die eine Reihe, mach ich die andere Reihe. So. Ne, die sind alle an jetzt bei mir. Wenn du einen anmachst, gehen sie alle an. Ne, bei mir nicht.
Die müssen grün leuchten. Die Lampe. Ja, wo können die leuchten? Zumindest ist schon mal nicht rot. Die leuchten so leicht gelblich, oder nicht? Ist das grün oder gelb? Das ist jetzt die Frage, weil das genaue Licht jetzt auf die Dinger scheint. Guck doch bei mir, das bei mir ist grün. Ja, doch, läuft. Auch guck mal, wie viel Kapazität wir jetzt haben. Aber auch nur, bis wir gleich vorne die das Kohlesystem ausschalten. Ja, bei dir sind die nicht an. Bei dir sind die nur aus. Ja, wie viel Kapazität wir jetzt haben? Doch, 4300, läuft. Ja, davon schalten wir aber gleich die Hälfte vorne wieder aus. Ja, cool. Also, hast du alle? Ja, ich habe alle an. Wie viel Kapazität haben wir denn? Ah ja, ist er doch noch. 4500. Jetzt würde ich halt vorne das Kohlesystem abschalten, also zumindest mit dem Hauptkohlestrom. Ja. Und nur noch die Polymerkohle, die wir da vorne liegen haben, eben weglaufen lassen. Das dauert dann. Das juckt am Endeffekt nicht. So, also fahren wir jetzt erstmal wieder nach vorne. Genau, erstmal wieder nach vorne. Und dann müssen wir uns halt überlegen, wie wir nämlich jetzt die Aluminiumproduktion ans Laufen kriegen. Ja. Dafür bräuchte ich nämlich rein praktisch das Bauoxid und das Rohquarz brauche ich eigentlich hier hinten. Und das würde ich am geilsten mit dem Zug machen. Ja, das müssen wir jetzt bauen. Genau, weil dann würde ich, wenn wir vorne nämlich alles Mögliche bauen, um im Endeffekt damit nach hier hinten zu kommen. Grundsätzlich, ich würde die Plattform eigentlich um eine einfach nur verbreitern und dann nach hinten laufen lassen. Ja, würde ich auch so sagen. Weil im Endeffekt, da kannst du jetzt ja nebenbei relativ gut einfach bauen. Ich weiß gar nicht, ob der Zug irgendwie Strom braucht oder so. Ja, der braucht Strom. Nee, naja. Der fährt mit Diesel. Nee, der fährt mit Diesel. Also was wir für die Jetpacks brauchen, braucht der glaube ich auch. Na gut, davon haben wir ja noch genug. Dann soll der halt hier hinten immer tanken. Ja. Ja, da müssen wir jetzt mal reinfuchsen, wie das jetzt mit der Programmierung da geht. Weil das haben wir beim letzten Mal ja irgendwie noch nicht so ganz bekämpft. Ich weiß nicht, sonst, wenn du dich damit beschäftigen möchtest, würde ich dann vielleicht schon mal die Plattform verbreitern. Kannst du gleich gerne machen. Dann müssen wir gleich überlegen, wo wir den einen Bahnhof gleich hinsetzen am besten. Und ja, wir kommen jetzt wieder zurück, dann würden wir mal hinten eben gucken, wo das am sinnigsten Platz ist. Ja, genau. So, jetzt geben wir mal hier wieder ganz viel Speed. Dann würde ich nämlich den Hauptkohlestrom jetzt gleich hier unten erstmal abkappen. So, wie sind wir hier lang? Ui. Und dann flupp mal wieder rein hier. Bin ganz sanft rausgekommen. Ja, also ich komme. Weil dann sollen hinten noch die Polymerkohle verbrannt werden und dann können wir hinten nämlich das System abbauen. Dann haben wir hinten nämlich. Das sieht auch ziemlich unübersichtlich aus hier alles mit dabei. Dann haben wir hinten nämlich auch mal wieder Platz. Oh, hier ist schon gar keine Polymerkohle mehr. Oh, das geht ja schon fast wieder schneller als gedenkt. So, ja gut, ich habe das System halt vor ewig stundenlang durchlaufen lassen. Ah ne, hier ist auch schon keine Kohle mehr. Das heißt, hier wird die Brennstoffgeneratoren werden eh nicht mehr allzu lange laufen können. Wo bist du denn jetzt? Jetzt bin ich maximal verwirrt. Bei der Kanisterstation, wo die Kanister wieder auf die Bahn gehen, nach hinten. Circa. Ach warte, ich bin doch glaube ich hier, hinter dir. Naja, du stehst, hallo. Ja, wie du siehst, hier vorne schon kaum noch Kohle mehr. Das heißt, die lief eigentlich eh nur noch mit reiner Kohle. Das heißt, die wird eh gleich ausfallen. Ja. Also stoppen. Und dann haben wir hier halt rein praktisch wieder Platz satt. Ja, und dann würden wir hier den Bahnhof gleich wieder hinbauen, würde ich sagen. Also ich würde dann hier den Bahnhof hinbauen und dann, wenn du mir mal folgst. Ja, ich versuche es. Ja, ich stehe noch am gleichen Punkt wie gerade. Ja, das ist nicht das Problem. Irgendwie habe ich echt Synchrofehler hier manchmal. Manchmal rennt es mir einfach so durch die Map durch. Das ist so scheiße. Ich kann dir einfach echt gar nicht folgen, gefühlt. Siehst du mich noch? Ich bin unter dir jetzt. Richtig kacke ist das. Ich weiß nicht, das aktualisiert sich vielleicht alle 20 Sekunden oder so. Bei mir rennt es immer noch gegen eine Leitung. Ehrlich, so scheiße ist.
Weil jetzt kommst du gerade wieder hochgeflogen. Ja, jetzt stehe ich hier. Ich fall wieder runter. Ihr kennt Kraftstoff, ja, geil. Ja, geh du erstmal hin und dann guck ich, dass ich dir. Jetzt rennst du wieder in genau die gleiche Richtung, wo du gerade festgegangen hast. Schon. Oh Mann, ich bin kotzen, ehrlich. Das ist das Einzige, was mich nervt. Ich würde halt im Endeffekt um die Plattform, wo du gerade drumherum stehst, wo du drauf stehst, drumherum und dann zu den Containern, die du hinten gebaut hast, wo die Polymerkohle reinlief. Und dann würde ich hier hochbauen zur Basis. Und ja. Dann vielleicht. Hey, warte. Ich höre Spawn, bis hier.